Der Begriff YouTuber stirbt allmählich aus. Mittlerweile redet man von Influencern. Ich weiß immer gar nicht, ob ich diesen Begriff so angenehm finde. Aber was einen Influencer ausmacht und wie man ein Star für die junge Markenkommunikation wird, das erzählt uns Sandra Thier, Geschäftsführerin von den Diego Five Studios. Ja, vielen lieben Dank. Ja, Influencer, da glauben die meisten, es ist eine Krippe, hat irgendwas mit Krippe-Liberty zu tun. Also wer von Ihnen schaut denn YouTube? Doch, schon, also schon einige. Wer von Ihnen hat einen YouTube-Kanal? Da drüben. Da, so viele? Hallo? Wirklich? Super. Welcher Content? Gaming. Wirklich? Super. Was war da hinten? Kamera? Super. Also alles Mögliche. Also ein YouTuber, ganz kurz, wir haben ja 2017 das Jahr, wird so gefeiert als Explosion, das Influencer-Marketing a little bit. Ja. Ich wollte, bevor wir ganz kurz zum Thema kommen, nur zwei, drei Sätze zu meiner Person. Ich komme nämlich vom klassischen Fernsehen. Also ich war beim News, beim ORF, ich habe alle Ausbildungen durchlaufen, die man sich vorstellen kann. Ich musste sogar Hochdeutsch lernen, weil man mich nach Deutschland eingekauft hat. Da war ich 10 Jahre die Hauptnachrichtentante von RTL 2, wenn Sie so haben wollen, 20 Uhr, Primetime. Ich war eine von 5 Anchern in Deutschland und wir haben aber die junge Zielgruppe bedient. Das heißt, wir waren Marktführer bei den 12- bis 29-Jährigen. Wir haben 18% Marktanteil teilweise damals gehabt, über 1 Million Zuschauer. Ich bin UNICEF-Botschafterin. Ich habe Reportagen im Kongo, Bangladesch und bei eben da oben Kindersoldaten gemacht und habe sie einem jungen Publikum transportiert. Da schließe ich mich dem Stefan ein bisschen an. Also es, da war auch schon, also RTL 2 war insofern innovativ, dass wir versucht haben, die Geschichten anders zu erzählen, junge Menschen auch mit jungen Menschen und jungen Themen anzusprechen. Deshalb komme ich aus dieser Welt. Da bin ich aber auch älter geworden und habe mir gedacht, mit 40 möchte ich aber nicht mehr die jungen Nachrichten moderieren und habe mich dann selbstständig gemacht und habe dann mit meinem Geschäftspartner, einer der größten Werber Österreichs, Rudi Kopzer, Sie sehen es hier mit diesen jungen Menschen rechts im Bild und der Google-Chef Österreich ist links im Bild, der Markus Kienberger. Also wir haben dann 2015 Diego Five Studios gegründet mit anfangs 19 YouTube-Stars, das ist ein Foto aus der Pressekonferenz. Und Diego Five Studios ist ganz schnell gewachsen, weil wir waren und sind bis heute das erste Multi-Channel-Netzwerk in Österreich, sind da Marktführer und haben Alleinstellungsmerkmal, wenn Sie es so haben wollen. Aber Österreich ist natürlich ein kleiner Markt. Wir haben es schon öfters gehört heute. Ja, am Blumentopf gewinnst du nicht mit einem Multichannel-Netzwerk hier, also unternehmerisch trägt sich das noch nicht alleine. Deshalb haben wir beschlossen, ein bisschen uns breiter aufzustellen. Das heißt, wir bieten 4 Geschäftsfelder an. Zum einen hier links oben machen wir Branded Entertainment und Online-Video-Vermarktung. Da geht es um Strategie, Konzeption, Produktion bis hin zum Channel-Management. Auch für Kunden ganz normal. Rechts, das ist das große, wertvolle Thema heute mit, wir nennen uns ein Premium-Multichannel-Netzwerk. Compared to, also zu deutschen Playern sind wir natürlich Mini, also können wir nur Premium sein und wir kennen jeden einzelnen Influencer und wir kennen fast jedes Video, also man kann sich das noch anschauen. Das heißt, es ist auch Premium-Content. Das heißt, für Werbekunden, wenn sie bei uns im Diego Five Netzwerk buchen, ist der Content überschaubar und man weiß und kann den Content identifizieren. Das Netzwerk umfasst mittlerweile schon 75 Creators, Influencer, wenn Sie so haben wollen. Und Andreas ist richtig, wir sind jetzt auch schon breiter geworden. Wir haben schon die nächsten Trends aufgegriffen. Das sind auch Snapchat-Stars oder Musical.ly-Stars. Da gibt es auch eine ganz tolle 10-Jährige zum Beispiel, die über 340.000 Follower auf Musical.ly hat und in Amerika schon Awards bekommt und nach LA fliegt. Also da gibt es auch lustige Stories, auch aus Österreich heraus schon. Aber im klassischen YouTube Multi-Channel-Netzwerk haben wir 75 Creators, 3,2 Millionen Subscribers und über 280 Millionen Videoaufrufe im Netzwerk gesamt. Nicht monatlich und nicht täglich, das wäre schön, aber nein. Und wir machen auch Fernsehproduktion und Zulieferung von TV-Content für die RTL-Gruppe Deutschland. Wir machen Reportagen für ORF3. Wir haben auch Sat1-Content nach Deutschland zugeliefert und machen auch bei Puls zum Beispiel ja, also diverse Formate und Trailer. Und als vierten Standpunkt und Standbein haben wir entwickeln Plattformen. Da gibt es HalloLeute.com. Das ist auch ein Unterbrand von uns, weil die YouTuber meistens sagen, hallo Leute, hallo Leute, hallo, ich bin's mit einem neuen Video. So begrüßen die, ja, das ist ja quasi hallo. Und wir haben deshalb HalloLeute.com ins Leben gerufen, eine Content-Plattform, die Videos aggregiert kriegt. So,
Und als viertes haben wir die Influencer Videocon als Unterbrand noch ins Leben gerufen. 2016 auf der Messe im Herbst war unsere erste Erfahrung damit. Da waren aber 22.000 Besucher und Tausende bei uns in der Halle. Also es hat super funktioniert, sodass wir in diesem Jahr auf Tour gehen und im April den Kickoff in Dornbirn hatten. Aber da komme ich später dazu. Also ich habe ein kleines Video mitgebracht. Kurz zum Thema Phänomen Influencer-Marketing. Warum ist es aufgepoppt? Warum ist es so interessant, auch in Österreich? Warum hat sich da eine Parallelwelt entwickelt im Netz? Ja, Influencer, wir haben es schon gehört, sind authentisch. Sie machen, worauf sie Lust haben. Und sie schaffen das, was den Fernsehsendern zum Beispiel oft nicht mehr gelingt. Sie holen die begehrte junge Zielgruppe in ihrer Lebenswelt ab, und zwar auf Augenhöhe. Also es kommt nicht von oben herab etwas, hallo und herzlich willkommen heute zu Gast irgendwie, also sowas aufgesetztes, sondern eben, hallo, grüß euch, ich bin's wieder, ja, der und der. Also es wird anders kommuniziert, deshalb, ich sage, es wird schon, also es ist schon, der Content kommt anders daher wie im Fernsehen, also sowohl von der Sprache, als auch von der Bildsprache, als auch vom Aufbau. Die jungen Leute sind ja gar nicht ausgebildet, also jetzt Fernsehjournalisten, Kameraleute, überlegen Sie, wie viele Ausbildungen man hinter sich jahrelang ergehen hat lassen müssen, damit man diesen Job stolz machen darf. Da geht es ja um ganz was anderes. Da geht es ja um teilweise auch Kinder und Jugendliche, die einfach aus Spaß heraus irgendwas machen, worauf sie Lust haben, sich was überlegen, was sie machen, bunte Sachen, weniger bunte Sachen. Der eine Herr sagt, er hat sich ein bisschen nachrichtlich irgendwie konzeptioniert. Das ist alles in Ordnung und YouTube ist nur die Plattform, wo ich es dann hochlade. Jede Zeit hat seine Stars. Früher waren es die Beatles, bei den anderen waren es zum Beispiel Madonna oder Michael Jackson. Und für viele, viele junge Menschen weltweit sind es die YouTube-Stars. Der prominenteste YouTube-Star weltweit ist PewDiePie, der Gamer. Das ist schon eine Studie von 2014. Da hat in Amerika übrigens US Variety hat eine Studie gemacht. Was sind denn deine Vorbilder? Jugendliche, welche Vorbilder gibt es da? Und dann kam man auf Platz 1 bis 5 YouTube-Stars, dann kam Paul Walker und die Hauptdarstellerin von Tribute von Panem und diese roten Gesichter sind Smash und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, es sagt den meisten Menschen in unserer Welt, also bei den Erwachsenen eh nichts. Aber das ist halt so jetzt. So, das Netzwerk, die Zahlen habe ich schon eingangs erwähnt. Die erfolgreichste YouTuberin Österreichs, die ist auch in meinem Netzwerk, die heißt Joana, die ist in China geboren, mit 4 Jahren nach Österreich gekommen. Ich wollte dir als Beispiel nur zeigen, was sie geschafft hat. Das ist wirklich einzigartig. Sie hat nämlich 2 Channels, macht das auf Englisch, weil ihr Vater war der Chefdolmetscher der UNO in Wien und sie ist englischsprachig aufgewachsen, deshalb tut sie sich mit der Sprache auch ein bisschen leichter. Und sie hat mit ihren 2 Channels über 1,6 Millionen Fans. Gesamt-Video-Views 137 Millionen, sie macht 3-mal wöchentlich Videos, sie ist der 3. schnellst wachsende Kanal in Österreich, hat 10 globale Partnerschaften und sie hat angefangen, weil sie eigentlich Schmuckdesignerin ist und sie wollte ihren Schmuck ein bisschen promoten. Und dann hat sie einfach nette Bastelschmuck-Videos auf YouTube platziert. Mittlerweile ist sie aber so erfolgreich auf YouTube, dass sie den Schmuck eingestellt hat und jetzt nur mehr bastelt. Und jetzt fragen sie sich, was bastelt sie? Sie macht Schleimvideos und hat mit diesen Schleimvideos 6 bis 7 Millionen Aufrufe pro Video, organisch. Oder sie nimmt so einen EOS Lippenbalsam, kennen Sie den? Und dann macht sie Nutella rein. Also sie kreiert einen neuen Inhalt und tut das rein. So, und das funktioniert. Warum? Sie macht das strategisch sehr klug. Sie beobachtet YouTube und diese Internetwelt und es gibt ja Google Trends-Worte. Also man kann ja auch strategisch ein bisschen schauen, wonach suchen denn die Menschen? YouTube ist ja schon die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Und zum Beispiel letztens hat auch mein Vater mir auf YouTube gezeigt, wie man Ananas pflanzt. So, wie kommst du denn darauf? Ja, das hat YouTube ihm vorgeschlagen. Also es gibt 200 Videos zum Thema, wie pflanze ich eine Ananas. Und das hat eben auch, wie der Stefan schon gesagt hat und auch du schon anklingen hast lassen, es hat nichts mit dem Alter zu tun. Weil wir schauen uns gern Sachen an, wenn wir uns dafür interessieren, zu welcher Zeit auch immer. Und das bietet halt auch YouTube an. Schöne ist auch, und das ist das Wichtigste, auch das ist ja immer Thema, wir als Vermarkter bringen dann halt Brands mit Brands zusammen. Aber für uns ist jeder Influencer oder jeder Creator auch ein Brand.
Und wenn wir ihm auch vorschlagen, du, die und die Firma hat angerufen und die möchte das und das, dann suchen die jungen Leute sich das sehr genau aus, mit wem sie zusammenarbeiten. Sie überlegen sich sehr genau, passt das überhaupt zu meinem Channel, möchte ich das überhaupt auf meinem Channel haben, weil ich möchte meine Community nicht verkretzen. Weil es geht ja darum, dass sie die perfekten Botschafter sind für ihre Communities, sie Multiplikatoren sind und sie mit den Communities sich austauschen. Also die schreiben in den Kommentaren rein, deshalb gibt es Fantreffen, man trifft sich, man redet über Sachen, also findet ein gewisser Austausch statt. Und deshalb überlegen sie sich bei Placements auch ganz genau, was sie reingeben. Und das ist Kennzeichnen. Das ist eine aktuelle weltweite Studie von Forbes, können Sie auch gerne googeln. Die kam im Dezember kurz vor Weihnachten raus. Und da fand ich die Zahlen ganz spannend, denn diese besagte Studie, also die Studie sagt, dass 84% der Vermarkter in diesem Jahr mindestens eine Influencer-Marketing-Kampagne in den nächsten 12 Monaten planen. Die Studie hat ergeben, dass 54% der weiblichen Konsumenten das Produkt gekauft haben, nachdem es auch ein Digital Influencer empfohlen hat. Und 45% laut Studie gehen direkt von dem Post auf die Marke. Deshalb ist es attraktiv für Brands und deshalb wollen viele Brands auch mit Influencern zusammenarbeiten. Also wir haben die Influencer Videocon on Tour gegründet, also das Brand gegründet, ins Leben gerufen, im Herbst das gemacht, sind auf Tour gegangen. Was ist das? Das ist einfach eine Plattform für diese jungen Menschen. Es gibt eine Bühne, es gibt eine Autogramm-Area, wo die dann halt mit ihren Fans auch zusammentreffen können, Fotos machen, Selfies machen können, Autogramme schreiben und sich präsentieren. Und da schauen wir kurz rein. Das sind jetzt die erfolgreichsten Gamer von Österreich. Dann hat es halt auch eine kleine Showbühne gegeben, das ist Eiblali, aus Deutschland waren Stars eingeflogen. Es waren insgesamt 100 Influencer da und der MCN-Grundgedanke ist auch, dass sich vernetzen, also junge Menschen, die sich auch untereinander vernetzen, gegenseitig in ihren Channels auch kommentieren und posten, um mehr Reichweite zu bekommen. Das ist der Gusi übrigens, den Kanal, das ist der Gusi, der Kleine. So, ja, das war's schon von meiner Seite und ich hoffe, Sie haben einen kleinen Eindruck in unsere kleine, feine Welt bekommen von Diego 5 Studios und Fragen gleich. Danke. Danke. Danke, Sandra. Als meine 14-jährige Tochter kürzlich das Bad verlassen hat, hat sie so ein Schlachtfeld hinterlassen mit Nutella und so einem ausgekratzten EOS-Stick. Jetzt ja, weiß ich, wem ich das zu verdanken habe. Super, war ein Höllendreck.